Jo, hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Eco. Und wie ihr seht, geht langsam die Sonne auf in unserem kleinen Ländchen auf unserer schönen Insel. Und wir basteln uns hier ein paar Steine, weil wir wollen unten in der Mine unser, ja, Eisengiftmülllager fertig bauen. Und da brauchen wir halt noch ein paar Steinziegel. So, da gehen wir mal hinunter. Ich habe hier ein bisschen Platz geschaffen, ein Lager hingesetzt. So, ich habe hier oben quasi komplett alles zugemacht. Jetzt noch weitermachen. Und hier muss noch eine Mauer hin. So, den Rest machen wir dann von oben zu. Ja, okay. Wir machen eine kleine Mauer. So. Hier muss noch was weg. Ah, da müsste doch gehen, oder? Tun wir doch mal zurück in den Wagen. Ach so, wir sind noch im Lager drin, deswegen ging das nicht. Ja, genau, auf uns drauf, das haben wir noch gebraucht. So, noch schön auflesen. Natürlich mal außerhalb vom Lager. So. So, jetzt haben wir die restlichen Steinchen, da viel haben wir ja nicht mehr. So. Wir fahren da runter und ein paar Steine holen, aber wir brauchen auf alle Fälle noch mehr. Ich weiß noch nicht, ob wir hier noch tiefer müssen oder ob wir hier bleiben können. Aber wir brauchen ja noch Eisen. Und eigentlich geht das hier in Richtung Wiese, wo man Eisen finden sollte. Ist wieder was ich nicht sehen will. Ja. Oh Mann, es ist so nervig manchmal. Da steht die Deichsel ein klein wenig über und schon kann er da nicht mehr zurückfahren. Da kann man aber schnell Abhilfe schaffen, indem man einfach Pflasterstein davor setzt. So, macht er jetzt Steine? Hat doch alles, oder? Ja, dauert halt noch ein bisschen. Geht also da nicht ganz so schnell. So. Wollt wieder runter in die Mine gehen, das machen wir auch gleich mal. So, minimal ist hochgehoben.
Ich hoffe, er ist jetzt glücklich. Habt ihr gesehen, wenn er mit dem Rad hinten irgendwo drin hängt, das stört nicht. Ne? Hauptsache die Deichsel. Ja, okay. Aufregen bringt nichts. Machen wir das Beste draus und sammeln weiter Steinchen ein. Ja, wir haben die Option gewählt, dass halt die Steine alle schön klein sind, aber dafür müssen sie einzeln auflesen. Hilft nichts. So, haben wir noch ein Steinchen hier. So, den noch einlesen. So, haben wir noch ein paar Steinchen? Nee. Hatte eigentlich gehofft, dass da noch mehr Eisen kommt. Aber vielleicht müssen wir einfach nur noch tiefer gehen. Ah, ist der Hänger schon voll? Nee, noch nicht. Ne, da geht's raus. Da geht's raus. Ja, übrigens, heute ist Montag, wenn ihr die Folge seht. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. War ja auch ein wunderschönes Wetter. Okay, jetzt Sonntagnachmittag war es ein bisschen eingetrübt, zumindest bei uns hier in Bayern. Zumindest in der Ecke von Bayern, wo ich wohne. Aber allgemein war das Wochenende sehr, sehr schön. War über 20 Grad, dass man sich im Freibad mal in die Sonne legen konnte. Ohne gleich einen Kälteschock zu bekommen, natürlich. Ne? Man, es gibt auch Leute, die stehen auf Eisbaden. Für die ist natürlich das ist etwas zu warm. Aber für die Normalen unter uns war das, glaube ich, das richtige, erste richtige Wochenende, wo man halt das unternehmen konnte. Also in der schönen Sonne. Ne? Man kann natürlich auch bei Regen was machen. Aber das ist dann meist nicht so cool. Vor allem, wenn man Wanderausflüge machen will, was ich halt gern mag. Oder auch auf Volksfesten und so. Natürlich im Regen nicht so gut. Übrigens, nächsten Sonntag sind Wahlen, also am kommenden Sonntag sind Wahlen, Europawahlen, und ja, was soll ich sagen? Also ich weiß noch nicht direkt, wen ich wählen soll. Ich habe da ein paar in der Auswahl. Aber vor der ganzen Artikel 13 Thematik muss man sagen, also wer keine Einschränkungen im Internet haben möchte, beziehungsweise man kann es wahrscheinlich kaum noch verhindern, weil es wurde ja schon beschlossen, der Upload-Filter. Aber man kann die Parteien, die dafür gestimmt haben, quasi abstrafen, indem man sie nicht wählt. Ich möchte hier nicht aufrufen, irgendeine Partei jetzt nicht zu wählen, sondern es bleibt ja jedem selber zu überlassen, was er wählt. Aber es wäre halt sinnvoll, dass man diese Parteien abstraft,
Welche Parteien das sind, könnt ihr selber im Internet schauen. Einfach mal eingeben, Artikel 13, Abstimmergebnis. Dann seht ihr genau, welche Parteien dafür, beziehungsweise welche Abgeordneten dafür oder dagegen gestimmt haben. Ja, aber vor dem ganzen Hintergrund, oder zu dem ganzen Hintergrund von der Debatte 13 Artikel und so, hat jetzt der gute Risu heute noch ein Video hochgeladen, mit dem Titel Ich zerstöre die CDU. Klingt jetzt ziemlich hart, aber genauso ist es auch. Das Video verlinke ich euch mal in der Infobox, weil ich das sehr interessant finde. Soll jetzt auch im Prinzip keine Aufforderung sein, dem zu folgen oder das da sich so anzunehmen, was er sagt. Aber es dient dazu auf alle Fälle, sich eine Meinung zu bilden, weil er alles sehr gut belegt, was er da auch sagt. Und es lässt sich nicht von der Hand weisen, was die Parteien, weil die SPD quasi wird da gleich mit einkassiert, und was unsere Regierungskoalition da für Sachen verzapft, ist sehr nachdenkenswert und könnte den einen oder anderen auch bei der Wahl am kommenden Sonntag beeinflussen. Deswegen schaut es euch gerne an, Verlinkung in der Infobox. Ich finde es mega interessant. Und auch Mr. Newstime oder Herr Newstime hat er dazu noch ein kurzes Statement gebracht über das Video von Risu. Am besten verlinke ich euch dann beide Videos, dann könnt ihr beide angucken und eure Meinung bilden. So, ich glaube, wir sind voll. Ja, ich habe mir das Video angeguckt, das von Risu geht ungefähr 55 Minuten, das von Herrn Newstime ungefähr 10 Minuten. Kann sich jeder selber aussuchen, welche Version euch gefällt. Aber ich empfehle es jedem mal anzugucken, zumindest die Kurzfassung, weil in unserer Regierung echt Dinge passieren, wo man sich wirklich fragen muss, was soll das? Weil unsere Regierungsleute, die machen, ja, schaut euch das Video an vom Risu, ich will da nicht vorgreifen, da hat das ganz, ganz gut erklärt und auch belegt. Tolle Sache. Möchte nicht wissen, wie viel Zeit und Mühe er da reingesteckt hat. So, wir gehen wieder runter in unsere Mine. Übrigens bei EQ soll es mal wieder ein Update geben. Ich muss mich mal informieren, was da alles passieren soll. Ich glaube, irgendwas mit der Schmelze von Erzen soll sich da ändern. Bin ich ja mal gespannt. So, weißer Stein. So, den nehmen wir noch mit hier oben. Gut, und dann schauen wir mal hoch, wie es draußen ausschaut mit unseren Pflastersteinen oder Ziegelsteinen. Stein, Ziegel. So, langsam zurück. Ja, hab schon wieder verloren. Weg. Jetzt werde ich da noch ran, dann haben wir das auch abgedeckt. So, und wir füßen hier hoch.
Der Mond ist aufgegangen. Gut, der bearbeitete Stein ist ja nicht mehr ganz so richtig. Aber wir müssen halt erstmal hier ablegen. So, schauen wir noch mal rein, wie es hier ausschaut. So, schauen wir mal, wie die Lager hier eingestellt sind. Wir haben keine Pflastersteine. Geht ja gar nicht. Ja, halt hier machen wir das. Hier machen wir das. So. Schauen wir mal hoch, weil da dürften wir inzwischen ein paar Steine schon abnehmen können. Okay, noch sehr übersichtlich. Wir brauchen noch so 20 oder so. Aber dann schaue ich derweil nach unseren Pflanzen da hinten. Ach Gott, wie schaut denn hier aus? Ja, hier ungefähr ist die Mine drunter. Weil das sieht man, weil da gibt es ja noch einen Bug, der quasi die Steine aus der Mine quasi nach oberirdisch befördert. So, wie kriegt man nach dem Essen? Da kann man ja schon was ernten. Ja, natürlich Tomaten. So, die Pflanzen sind auch sehr spärlich. Kann man ja schon was abmähen. Nee, noch nicht reif genug. Okay, wie schaut denn Mais aus? Reif. Ja, ist immer noch unreif, der Mais. So. Kommen wir jetzt hier noch irgendwo hoch? Muss ich wohl außenrum laufen? So.
Aber da geht es weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Däumchen. Dürft ihr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr noch kein Abonnent seid. Weil ich weiß, ich sag's immer wieder, aber ich arbeite noch dran. Nächste Woche, glaube ich, werde ich soweit sein, dass dann neue Videos online kommen von anderen Projekten. Seid gespannt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Dein Blacksat. We'll be right back.